Ja, liebe Freunde, ihr seht mich nun in der musikalischen Ecke meines Museums. Hier oben, dieses große Horn, war nicht für die Reise gedacht. Und auch mit diesen bin ich selten unterwegs gewesen. Was ich stets und regelmäßig genutzt habe und was auch von den Herren meiner Yachtgesellschaft ausgiebig zum Tönen gebracht wurde, war dieses Horn. Dieses Horn war auch Gegenstand einer Geschichte, die ich bei der nächsten Gelegenheit gerne einmal berichten möchte. Ah, jetzt habe ich so eilig, dass ich mich an der Vitrine gestoßen habe. Hoffentlich wird das kein Horn. Dabei wollte ich doch nur das Horn hier holen. Horn ist immer oben, wie das Gehirn, hoffentlich. Und das Gehirn. Das Horn ist ein Signalinstrument, welches als ältesten Ursprung natürlich ein Tierhorn hatte. Horntöne haben als Signal eine lebenswichtige Bedeutung. Als erstes als Jagdhorn. Das wäre ja noch eine Sache, wenn in der Jagdgesellschaft alle in irgendeine Richtung schießen würden. Da muss ein Signal her. Im 18. Jahrhundert kam die neue Bedeutung durch den Straßenbau. Die römischen Straßen hatte man etwas vernachlässigt, man musste neue bauen. Die erste Schotterstraße 1770 in Köln, die nächste natürlich in Potsdam. Jetzt kommt die neue Bedeutung, die uns vertraut ist, von dem Martinshorn. Das Horn bekommt die Funktion Straße frei. Da fuhren doch Kutschen so langsam durch die Gegend und der es eilig hatte, der war mächtig genervt, wie unser Münchhausen.